Willkommen zurück in Hogwarts. Ich habe fast alles gefunden. Also eigentlich habe ich alles gefunden, aber es gibt... Also eins, was ich mir nicht erklären kann, ist, dass wir einen Bibliotheksanbau von 20 Seiten haben. Denn ich bin mir sehr sicher, dass wir in der letzten Aufnahme 19 da stehen hatten. Und ich habe seitdem keine gefunden. Ich habe nicht gespeichert oder sonst was. Da stehen plötzlich 20. Ich kann es mir nicht erklären. Zu Punkt 2. Im Glockenturm fehlt uns noch eine Seite. Und es müsste tatsächlich genau die Seite sein von dem Mottenbild, wo wir beim letzten Mal schon vorgestanden haben. Es müsste in der Richtung sein. Genau. Das Problem an der Stelle ist, der Scheiß ist schon wieder verbuggt. Lumos. So, Sphinx, Fenster, Vase, alles klar, wissen wir genau, wo das ist. Das ist einmal bei Geschichte der Zauberei durch. Und nicht am Pult hängen bleiben, nicht an den Büchern hängen bleiben. Hier auf der Seite müsste es sein. Rebellion. Hier ist aber nichts. Da ist Sphinx, da Pflanze, da Fenster. Eigentlich sollte das Ding auf der Pflanze sitzen. Tut es aber nicht. Das ist ein bekannter Bug. Es gibt Spieler, die Erfolg damit hatten, an ihren Grafikeinstellungen rumzuspielen und plötzlich war das Ding da. Hat bei mir nicht funktioniert. Ich verstehe auch nicht, wie das hier fixen soll, denn es ist ja nicht so, dass wir sie... Also wenn es so wäre, dass wir sie nicht sehen würden, dann müssten wir sie hören und Lumos. Wir müssten sie so mitnehmen können. Aber das klassische Mottenflattern ist nicht zu hören. Ich laufe jetzt einmal demonstrativ zurück zum Bild. Aber leider löst es das auch nicht. Und ich verstehe diesen Fix auch nicht. Wenn wir sie wenn wir sie nicht sehen würden, würden wir sie trotzdem mitnehmen können. Es ist auch kein Problem der Positionierung. Wenn sie irgendwie in die Vase gebackt wäre, müssten wir sie trotzdem mit Revelio sehen. Alles andere sehen wir ja auch durch alle Wände durch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Diese Quest können wir nicht abschließen. Also diese Seite können wir nicht finden. Apropos Bugs. Es gab tatsächlich einen Bugfix für die Ravenclaw-Truhe. Das heißt, wir können uns den Umhang jetzt doch abholen. Na, funktioniert der Bugfix wohl? Na, sieh mal an. Danke an die ehemalige Schulleiterin Eupraxia Mole. Sollte mir der Name irgendwas sagen, denn das tut er nicht. Falsch. Genau wie beim letzten... Was gehst du denn komplett raus? Genau wie beim letzten Mal. Falsch. Der muss es sein. Ravenclaw Hausuniform Relikt. Ein Hausumhang für den weisen und klugen Ravenclaw. Du erhältst ihn, wenn du die daedalischen Schlüssel benutzt, um deine Haustruhe zu öffnen. Schön, dass das da jetzt dran steht, nachdem wir das Ding schon haben. Das ist sehr cool. Das ist mega cool. Wobei ich fast finde, Slytherin sah cooler aus. Nee, da wollte ich nicht hin. Können wir das mal kurz wegmachen? Okay, das sieht schon sehr geil aus auch. Ja, Gold auf Blau hat was. Okay, wir machen den Schal wieder an, würde ich sagen. Oder wir ziehen zumindest irgendeinen Schal an. Ja, komm, Ravenclaw auf Ravenclaw. Das ist zwar ein anderes Blau, aber das passt schon. Gut. Haben wir die beiden. Dann haben wir, ich glaube, im Astronomieflügel war noch einer offen. Genau, hier fehlt eine. Und der ist ein bisschen fies versteckt. Wir kommen da am besten hin von der Kartenkammer aus. Die letzte Seite hier befindet sich nämlich aber nicht in die Kartenkammer rein, sondern zurück von der Kartenkammer. Wieder Richtung Schloss Hogwarts. Die ist ein bisschen fies versteckt. Es befindet sich im Unterrichtsraum für Alchemie. An der Decke. Direkt Richtung Tür. So, dass man das garantiert... Da verschwindet ein Hauself. So, dass man das garantiert nicht findet, wenn man da nicht explizit nachsucht. Da wäre es nämlich schon gewesen. Da oben ist das Scheißding. Mann, habe ich gesucht. Komm, Fringo! Ja, wir sind noch nicht weit genug weg. So ist besser. Da haben wir diese Seite.
Und jetzt fehlt uns, glaube ich, nur noch eine, abgesehen von der einen, die wir nicht bekommen können. Genau. Und die müsste... War es die große Halle? Sie ist in der großen Halle gelistet, aber wir gehen von der großen Truhe, von der großen Treppe aus, und zwar unten. Die letzte Seite, die wir holen können in Hogwarts, ist an einem Ort, den wir erst in der letzten Aufnahme gefunden haben, tatsächlich. Und zwar bei der Todestagsfeier. Da flattert nämlich auch noch eine rum, die wir so nicht gesehen haben, weil wir nicht drauf geachtet haben, weil da ziemlich viel abging. Und ich war erst ganz verwirrt, als ich wieder hier war, weil da plötzlich wieder abgeschlossen ist, obwohl wir ja hier schon drin waren. Hallo, Humora. Aber naja, das hält uns ja nicht auf. Wir kommen da trotzdem rein. Wenn hier nicht wieder abgeschlossen gewesen wäre, wäre ich hier wahrscheinlich gar nicht nochmal reingelaufen, weil... Wir waren hier ja gerade erst. Revelio. Aber da flattert das Drecksding. Akio. Ja, und für die letzte Seite kann ich einfach nur hoffen, dass es irgendwie noch einen Fix geben wird. Bis dahin können wir allerdings mal eben die letzte Seite in Hogsmeade holen. Die fliegt nämlich einfach nur im Norden durch die Gegend, aber dann haben wir Hogsmeade auch abgeschlossen. Yo, auf geht's. Kann man schon mal Richtung Accio schalten und... Rebellion. Wo war sie denn nochmal? Ich habe mir nämlich nur gemerkt, im Norden von Hogsmeade war's. Aber natürlich nicht wo genau. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich war, glaube ich, falsch. Versuch's mal... Da, da ist sie. Da hinten Richtung Berg. Damit haben wir Hogsmeade abgeschlossen. Gut, wir machen aber auch direkt weiter mit Poise. So können wir dann auch sehen, was noch so alles fehlt. Hier fehlt noch eine Landeplattform. Die zu finden, wird ja richtig lustig. Da haben wir alles. 844, da haben wir alles. 715, da fehlt noch eine Landeplattform. Okay, wir holen uns jetzt oben im Sumpf die Landeplattform. Da halten wir jetzt Ausschau nach. Finden wir schon alles. Auf den Besen. Revelio. Na. Maus will gerade nicht. Jetzt will Maus. Sehr gut. Ich bin mir gerade unsicher. Sind die Landeplattformen werden markiert? Dann geht das ja doch schneller als befürchtet. Jo. Haben wir die? Und dann können wir eigentlich direkt runterporten in das andere Gebiet. Hier war es, ne? Genau, hier fehlt uns auch noch eine Landeplattform. Wir fangen einfach da an und fliegen einmal quer rüber. Da müssten wir sie eigentlich schon bei sehen. Auf dem Besen sitzen wir ja praktischerweise schon. Revelio. Ich vergeude meine Zeit mit der Wache hier. Richtig. Sag mal. Da ist eine Landeplattform, aber da ist auch schon Feuer dran. Wahrscheinlich heißt das, die haben wir. Gucken wir mal. Na, du sollst runter. Wie, landen ist nicht verfügbar, weil ich im Baum hänge oder warum? Ja, die haben wir schon. Okay. Revelio. Ja, ich meine, wenn sie leuchtet, dann... Da unten leuchten noch. Aber die Merlinsprüfung haben wir gemacht. Also, warum auch immer die meinen, dass sie leuchten müssen. Da.
Das wird so sein. Jo, haben wir dieses Gebiet dann auch abgeschlossen. Und weiter geht's. So, da haben wir 8, 4, 5, ja, da haben wir, dann haben wir das. Dann haben wir Region südliches Hogwarts. Da haben wir auch alles. Die Informationen da, die haben wir uns alle noch überhaupt nicht angeguckt, jemals in dem Spiel. Hier fehlt uns noch richtig viel. Da fehlen uns 3 Landeplattformen. Da fehlt uns ein Ort alter Magie und eine Handbuchseite. Ach ja, natürlich, wir sind im Kampf, weil... Warum auch nicht? Okay, Kampf vorbei, jetzt können wir porten. Da hatten wir, da unten wollten wir hin, Tal von Hogwarts. Ja, das ist leider auch ein relativ großes Gebiet, da müssen wir mal gucken, wie schnell wir hier an den Krempel drankommen. Hoffen wir einfach mal, dass die Reichweite auf dem Besen... Oh, jetzt sitzen wir nicht mehr auf dem Besen, weil wir in die Hütte geportet sind. Interessant. Revelio. Dass die Reichweite von Revelio auf dem Besen reicht, um alles anzuzeigen. Können wir uns vielleicht irgendwie einen Plan machen, wie wir hier am besten drüber fliegen? Ja, wir haben in der Mitte gestartet. Das ist eigentlich ziemlich dämlich. Können wir vielleicht da starten und dann erstmal darüber fliegen? Dann hätten wir vielleicht den nördlichen Bereich dieses Gebiets schon mal abgedeckt. Revelio. Ich sage ja immer. Ja, halt's Maul. Die geht einem halt so nach ein paar Spielstunden schon auf den Sack mit ihren blöden Sprüchen, ne? Also quasi so wie ich. Moment, da ist direkt. Da haben wir direkt. Ein Ort alter Magie und ein Schatzgewölbe. Und eine Landeplattform. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Revelio. Darüber. Ich traue Red Rock nicht, das sag ich dir. So, hier ist auch die Handbuchseite. Sehr gut. Weil die wird natürlich nicht farblich markiert. Aber reicht trotzdem. Spitzendeckchen. Den Anwohnern zufolge wurde dieses Deckchen einem geliebten Hauselfen überlassen, der davon träumte, es eines Tages zu tragen. Tragisch? Revelio. Confringo. Ah, da geht's direkt rein. Sehr gut. Ja, gut, dann aktivieren wir mal hier den Ort der alten Magie. Da oben. Das ist hier jetzt nicht so schwer. Und da hinten. Na. Revelio. Da sind auch noch Schmetterlinge. Wo ist denn der letzte? Bist du es? Sieht aus, als wärst du es. Das wäre gelöst. Sehr schön. So, einmal zurück. Da war ja noch, genau, Schmetterlinge und... Ja... wo geht's denn hier? Da geht's rein. Ach, das Ding, was wir gerade erst freigesprengt haben. Da geht's dann auch direkt runter. Sehr schön. Das sieht nach... so aus. Sieht interessant aus. Ja, geht so. Das ist das Copy-Paste-Dungeon. Das ist... Revelio. Kennen wir schon. So, du musst da oben rein. Alles klar. Wingardium Leviosa. Hätten wir es vorher anzünden müssen?
Oder kommen wir da durch? Dann müssen wir durchkommen, oder? Konflikt! Ja, so nicht. Ah, da kommen wir durch. Okay. Revelio. Und wir sollen diese Steintruhe aufmachen. Alles klar. Astraler Mosaikumhang. Gut, haben wir das. Dann haben wir noch die Schmetterlinge, die uns einen neuen Sammlungsgegenstand bescheren werden. Haben Schmetterlinge ja so an sich. Ach, da sind sie. Ich wollte schon sagen. Ich habe es auf der Karte gesehen, aber nicht, nicht reell quasi. Oh, die Köter dürfen ja eigentlich nicht an uns rankommen, solange wir fliegen. Passt schon. Revelio. Ah. Scheinbar können wir nicht an die Truhe, wenn wir auf dem Besen sitzen. Das ist ja fies. Doch, wir können an die Truhe. Gut, haben wir das erledigt? Da gibt es noch ein Schatzgewölbe. Links ist das eine Besenprüfung wahrscheinlich, ne? Die ist dann relativ uninteressant. Wir kommen ein bisschen von dem Weg ab, den ich eigentlich für uns eingezeichnet hatte, aber das macht ja nichts. Ah, dürfen wir gar nicht lang. Gut, wir fliegen zu dem Punkt da hinten, das Schatzgewölbe holen wir uns später. Das gehört auch wahrscheinlich gar nicht unbedingt so sehr hierzu, aber wir müssten ein bisschen Ausschau halten, ob wir sonst noch was finden. Das da ist was genau? Würfel. Wofür ist denn der? Da, ach, hier war aber... Ja, hier ist ein Schatzgewölbe. Das ist schon offen. Das ist uns egal. Alles klar. Gerade die Landeplattformen machen mir noch ein bisschen Sorgen, weil wir da erst eine von haben. Revelio. Ein berüchtigter Gegner, den wir sicherlich schon haben. Aber die tauchen ja irgendwie trotzdem dann nochmal auf der Map auf. Ist das nicht der Troll gewesen hier hinten oder irgendwie sowas? Der sogar zwei berüchtigte Gegner. Revelio. Okay, vielleicht müssen wir da doch nochmal die offenen Augen halten. Die Augen offen halten. Ob hier nicht doch noch irgendwas ist? Das hier sieht aber sehr nach Troll aus. Meh. War da hinten was drin? An berüchtigten Gegnern, kann das sein? Revelio. Bin mir unsicher. Ja, absteigen wollte ich auch gar nicht. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen runter. Bin mir unsicher, ob wir hier schon was Berüchtigtes drin gekillt haben. Aber das sieht halt so aus, als wäre es da drin gewesen. Schwer zu sagen, was mich da drin erwartet. Ja, du warst da schon drin. Da gehen wir jetzt nicht nochmal rein. Das ist ja Quatsch. Revelio. Na gut. Okay. Irgendwie Plan, hatte ich, glaube ich, gesagt. Wir sind jetzt einmal quer hier oben drüber gesegelt. Mehr oder minder. Uns fehlen noch zwei Landeplattformen. Den Rest haben wir. Fragezeichen. Sammlungstun? Ja, Sammlungstun, das wäre dann der Schmetterling gewesen. Uns fehlen zwei Landungsplattformen. Dann würde ich sagen, wir fliegen jetzt darüber, dann darüber und dann darüber und hoffen, dass Revelio eine ausreichend große Reichweite hat, um hier zwei Landeplattformen zu markieren. Bist du? Du bist eine Kiste, du bist auf jeden Fall keine Landeplattform. Ja, vor Burg hätte sich auch irgendwie angeboten, eine Plattform zu haben, aber nein.
ein bisschen runter müssen wir dann wahrscheinlich schon, um hier was zu sehen. Das ist eine Prüfung Merlins gewesen. Ja, jetzt schade, dass die Landeplattform keine Markierung auf der Karte, aber sie kann Symbol haben, weil dann könnten wir sie vielleicht noch eher sehen als nur durch den blauen Schimmer. Aber ich bin ja schon beruhigt, dass sie einen blauen Schimmer haben. Ja, ihr macht das schon. Da waren wir aber, glaube ich, auch eben mehr oder weniger schon. Das heißt, wir fliegen jetzt einmal hier rüber. In der Hoffnung, irgendwo noch was zu finden. Revelio. Es ist aber auch wirklich schön, einfach nur mal die Landschaft zu genießen. Oh, was haben wir da noch? Ist das etwa ein nicht abgeschlossenes Lager? Kann eigentlich nicht sein, oder? Das ist abgeschlossen. Das wird nur unten auf dem Kompass nicht als abgeschlossen angezeigt. Habt ihr eine Landeplattform für mich? In diesem verfallenen Kloster? Offenbar dieses nicht. Dieses Lager. Revelio. Nein, auch hier nicht so. Hippogreifen. Wir haben tatsächlich noch eine andere Herausforderung. Eule. Können wir die auch einfrieren? Wir haben tatsächlich noch eine andere Herausforderung, wo es heißt, wir müssen Tierwesen retten. Also, nur um euch das einmal kurz zu demonstrieren. Herausforderungen. Aufträge, Handbuchseiten, Raum der Wünsche ist es, glaube ich. Rette Tierwesen. Wir müssen noch 7 Tierwesen retten. Deswegen würde ich da jetzt einfach mal gerade was mitnehmen. Weil ist halt gerade da, ne? Können wir ja verkaufen. So, der zweite. Das glaubt Professor Howin ist wahrscheinlich abgehauen. Und Eulen sind nicht magisch genug, die müssen nicht gerettet werden. Da hinten segelt es. Ja, gut, dann lassen wir es fliegen. Halt mal kurz an. Nee, hier ist nichts, wo wir landen können. Da können wir landen. Dann haben wir die zweite. Eine fehlt noch. Revelio. Wir müssen jetzt aber auch schon relativ am Rand sein, oder? Ja. Also jetzt da hoch, da runter, da rüber und dann hoffen wir, dass wir es haben. Wenn wir es nicht finden, dann suche ich alleine und leite euch wie gehabt in der nächsten Aufnahme dahin. Aber wie gesagt, wir hoffen erstmal, dass wir es finden. Revelio. Und solange könnt ihr die Landschaft genießen. Da gibt es auf jeden Fall noch ein Schatzgewölbe. Das kann jetzt sein, dass es dasselbe ist, das wir vorhin schon gesehen haben mit wo wir gegen den Berg geflogen sind quasi. Was ist denn das hier? Warum leuchtet es da unten noch blau? Du hättest nie herkommen sollen. Revelio. Sieht nach Merlin aus, aber hier ist kein Merlin mehr. Das haben wir gemacht. Jetzt schauen, wo wir jetzt genau gerade sind. Ja, genau da. Alles klar. Dann gehen wir jetzt noch einmal quasi
direkt gen Norden und dann gehen wir weiter. Wie sieht's hier aus? Hier fehlen noch 2 Truhen, 1 Ort alter Magie und hier fehlen noch 2 Ballons und eine Demigeist-Statue und 2 Landeplattformen. Okay, die Feldcraft-Region, die ist richtig schlimm. Hier haben wir alles. Da fehlt noch eine Truhe. Und da fehlen noch Ballons, Prüfungen mehr. Ja, hier fehlt noch ein. Ja, gut, hier unten, klar, da sind ja teilweise auch Dinge noch nicht aufgedeckt. Okay, wir fliegen jetzt, wie gesagt, noch einmal nach Norden. Jetzt gerne abgeschlossen, aber wenn wir jetzt nicht auf die Schnelle noch die letzte Plattform finden, dann ist das eben so. Wie oft ich mir schon gewünscht habe, hier Dinge abgeschlossen zu haben und sie waren dann doch noch nicht abgeschlossen. Aber wie ich halt auch einfach keinen Bock habe, dass das Spiel aufhört, weil es immer noch Spaß macht. Vielleicht sollte ich nachsehen. Ja, guck mal, ich bin bis dahin weg, bis du den Kopf gehoben hast. Da mache ich mir gar keine Sorgen.